Die FPÖ macht Schlagzeilen mit der sogenannten Minuszuwanderung, ein Begriff, das einem neuen FPÖ-Handbuch stammt. Wie sehen Sie diesen Begriff? Was ist darunter zu verstehen überhaupt? Das, glaube ich, versteht niemand. Das ist einer der dümmsten Wortschöpfungen, die ich jemals aus einer politischen Partei gehört habe. Ich weiß nicht, was soll Minuszuwanderung sein? Ja, man soll sagen, was man damit will. Ja? Das ist ein minusintelligenter Begriff einer minuserfolgreichen Parteiführung, die aufgrund der Minuserfolge der letzten Landtagswahlen jetzt einfach nur auf das einzige Thema zurückkommt, das sie jemals geschaffen haben. Ja? Sie haben ja bisher keine wirkliche, sie haben eher eine Minusfantasie an den Tag gelegt, politische Themen zu entwickeln. Am Schluss bleibt immer nur das Zuwanderungsthema über, das sie offensichtlich tatsächlich kompetent beackern können. Ja? Das ist schlicht und einfach im Ergebnis dieser erfolgreichen, minuskompetenten und vor allem minusfantasiebegabten Parteiführung unter Strache. Das ist ein deutlicher Beleg dafür. Welche Minusbeförderung wünschen Sie Barbara Rosenkranz? Den Wechsel ins BZÖ oder den Wechsel an die Parteispitze der FPÖ? Ich habe eher politisches Asyl beim BZÖ angeboten. Das ist ja auch so eine minusanständige Art des Umgangs des Herrn Strache mit der Frau Rosenkranz, weil ich nicht glaube, dass die Barbara Rosenkranz so eine wirklich schofle Behandlung verdient hat. Das sage ich wirklich in aller Form und ohne jeden sarkastischen Unterton. Das ist, glaube ich, die Warnung an all jene, die dazu beigetragen haben, in schwierigen Situationen diese Partei zu retten, wie der Dank dieser ganzen minusanständigen Führung unter Strache ausschaut.